Herr Stonka, das Euroleague-Spiel steht vor der Tür. Wie groß ist die Vorfreude und wie groß ist die Aufregung? Ja, die Aufregung ist noch nicht da, aber das wird sich kurz vorm Spiel vielleicht nochmal ändern, aber wir müssen uns natürlich konzentrieren auf die Sache, das ist viel wichtiger. Die Freude ist groß, dass wir die Chance haben, nach dem 2:1-Sieg ja, in Sevilla mit einem guten Ergebnis, Auswärtstor, zwei Auswärtstoren, unsere Fans zu beglücken und weiterhin in der Euroleague dabei sein zu können.